Hallo, willkommen zu einem neuen Replay. Bevor es heute losgeht, kurze Ankündigung. Und zwar möchte ich einen, vielleicht auch öfter als einmal die Woche, aber jetzt erstmal morgen Abend oder wann immer das guckt, Dienstagabend auf jeden Fall um 20 Uhr, eine Diskussionsrunde veranstalten oder wie man das nennen möchte, Panel oder nennt es wie ihr wollt. Auf jeden Fall ist das so ein Ding, da kann, ist jeder willkommen zu kommen. Zwei Leute werden dann eins gegen eins gegeneinander spielen. Und der Rest, der wird dann mit mir im Discord sitzen, werden die beiden sich gemutet haben und konzentriert spielen und wird bei Spectate dem Spiel zuschauen. Ich werde das auch bei Twitch live streamen und dann beurteilen wir und reden wir über jeden Zug, den die machen, live, wie er gerade stattfindet. Und gucken mal, ne, was die Bewertungen sind, dass wir einfach mal unser Wissen alles zusammenholen und sagen, ah, das war jetzt gut, das erwarten wir, das wird jetzt kommen, ja, vielleicht mit ein paar Prognosen dabei, dass auch mal, dass jeder nicht nur einfach labert, dass er schlau ist, sondern auch sein Insight benutzt. Und am Schluss kann man sehen, wer mehr Insight auch bekommt. Das ist auch so ein kleiner Wettbewerb auch bei, aber es geht eigentlich um den Lerneffekt, dass wir wirklich dann, während der Runde, die es live ist, das diskutieren. Und wie gesagt, die beiden sind gemutet, sind nicht auf den Geist gehen. Und das Ganze wird über Twitch gelivestreamt. Das heißt, wenn ihr also auch Lust habt, daran teilzunehmen, aber nicht aktiv diskutieren wollt, könnt ihr auch, ne, einfach das im Livestream euch angucken. Ich mache das auch ohne Verzögerung, damit ich die Kommentare da aufnehmen kann. Genau. Und ja, vorgesehen ist das Ganze als Lernrunde. Also jeder ist willkommen. Völlig egal, welchen Skill ihr habt. Ja. Ist völlig egal. Man kann aus jedem Spiel was lernen, da bin ich der festen Überzeugung von. Und von daher würde ich mich freuen, wenn ein paar kommen. Also wie gesagt, morgen Abend um 20 Uhr. Je nachdem, wie viel Zuspruch das Ganze findet, kann man es auch öfter pro Woche machen. Ich mache es jetzt aber erstmal nur für morgen Abend. Dienstagabend 20 Uhr geplant. Dienstag, ne? Was ist ja Ostermontag, genau. Ja, also ich würde mich freuen, wenn da welche hinkommen. Im Discord, im Mechabellum-Channel treffen wir uns dann da. Ab 20 Uhr geht das Ganze los. Das gesagt, wo möchte ich das machen? Na, einmal Kontakt zur Community ist immer nice auf jeden Fall. Lernen ist auch super nice. Und guckt mal hier vorne gerade, was aktuell für Spiele laufen. Da seht ihr eigentlich nonstop hier. Ja, Leute mit 300.000 gegen 400.000, Turniersieger, alles Turniersieger gegeneinander, da unten Turniersieger gegeneinander. Es ist tatsächlich so, dass die Top-Riege der Spieler wirklich alle anderen Top-Riege der Spieler geaddet hat als Freunde und so weiter, dass die untereinander spielen, sich hochpushen. Die haben auch ihre eigenen Lernblasen sozusagen. Und ich glaube, dass es auch gar nicht mal schlecht ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass selbst wenn wir nicht auf diesem hohen Niveau sind, dass wir tatsächlich da auch mithalten können, wenn wir mit der Masse das machen und immer andere Leute dazukommen, weil wir da nicht immer, also wenn ihr immer die gleichen Spieler habt, dann lernt ihr auch immer die gleichen Sachen. Ja? Es ist sehr gefährlich, in dieser eigenen Blase gefangen zu bleiben. Und das ermöglicht uns eben, diese Blase zu durchbrechen und neue Strategien zu machen. Aber wenn ich da jetzt reingucke, kann ich euch jetzt schon sagen, welche Strategien die wahrscheinlich anwenden. Da wüsste ich vier, fünf, die sehr populär sind. Ja? Und das durchbrechen wir dann damit. Ja, das auf jeden Fall mal vorweg gesagt. Und jetzt geht es endlich in das Replay rein, was ich für heute gefunden habe. Und zwar habe ich ja die ganze Zeit gespielt, das gegen die Milchschnitte, bin ja nie mal so, wenn das anders geschrieben wird. Der hat 150.000 Punkte. Also dann ist der, weiß gar nicht, was er dann ist, Nummer 50 der Ladder oder sowas. Ich bin, glaube ich, Nummer 80 der Ladder jetzt eben gewesen, ne? Mit 120.000 Punkten. Also da ist er irgendwo in die Top 50 wahrscheinlich. Nicht World Ladder unbedingt, das kommt immer darauf an, in welcher ihr seid, aber in Asien, wo die meisten Spieler sind, da ist es auf jeden Fall so. So, in der Runde habe ich jetzt das mit den Overlords, kann ich euch ein interessantes Spiel zeigen. Deswegen habe ich die gespeichert. Die könnt ihr auch live bei Twitch sehen. Da habe ich die gespielt. Das war auf jeden Fall eine spannende Geschichte, glaube ich. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Also mein Plan war von vornherein schon wieder wie immer, den Overlord zu spielen. Ne? Das ist ja meine Overlord-Woche sozusagen. Und bei den Göttern, ich hoffe, dass es bald vorbei ist. Ihr tragt den Overlord nicht mehr. Ich glaube nicht, dass der wirklich schlecht ist, aber ich glaube, ich habe eine Tendenz, ich habe eine gewisse Mentalität, wie ich spiele. Und der Overlord passt da überhaupt nicht rein, das sage ich euch. Ja, beim Hacker würde ich sagen, der ist scheiße, aber der Overlord, der hat Funktion. Aber der passt nicht in meine Mentalität der Spielweise. Das ist echt schmerzhaft für mich persönlich, mit dem Overlord zu spielen. Ich habe halt die Anwendung, also wie ich Einheiten spiele, ist halt, ich benutze sie als Gebrauchsgüter, ja. Wenn die sterben, haben die Aufgabe getan, nach dem Motto. Das geht mit dem Overlord nicht so gut. Naja, so, los geht's. Anfangsaufstellung ist, glaube ich, nichts Weltbewegendes. Machen wir das gerade mal an. Das kann man dann auch morgen diskutieren, wenn ihr Lust habt. Ne? Da gibt es ganz viele, worüber man reden kann, Anfangsaufstellungen. Aber hier würde ich mir jetzt, glaube ich, sonst nur wieder wiederholen. Geht im Spiel auch mehr um die Overlords wie immer. Ja, also erste Runde ist immer geraten, von da kann ich sich auch nicht viel zu sagen. Nur ein bisschen schneller machen, da ist eigentlich nicht viel los. Mein Marksman Level 3 ist natürlich sehr episch hier. Da muss man aufpassen. Wenn ihr Marksman Level 3 spielt, stellt ihn so hin, dass er besonders sicher ist, weil wenn der Gegner den tötet, levelt er massiv auf. Zack. Und jetzt holt er alle. Zack und zack und zack. Also ein Marksman Level 3 Start ist wahrscheinlich einer der besten Starts, die man haben kann. So, nächste Runde.
Missile Strike. Über die Fähigkeiten kann man morgen auch mal diskutieren, aber generell so Missile Strike und Flanken und so weiter, die gewinnen euch sehr häufig eine ganze Runde. Und von daher würde ich die fast immer nehmen, wenn ihr nichts anderes braucht. Jetzt ganz kurz, ihr habt da oben meinen hingesetzt. Tatsächlich könnte man argumentieren, dass es ein Argument, also es gibt ein Argument dafür, warum da oben jetzt ein Schild hinkommt und ich Pech gehabt habe. Einfach weil er will da oben seine Truppe besonders beschützen, damit er den Level 3 töten kann, damit er aufleveln kann. Ne? Außerdem hat er seine Artillerie links hingestellt. Da wusste ich natürlich nicht, dass er die hat, aber wenn er die kauft, macht es auch Sinn, die da hinzustellen. Eben weil er den Level 3 damit ausschalten will, um aufzuleveln. Und der, wie ihr gesehen habt, eben die Runde alleine gewonnen hat. Und der war stark anzunehmen, dass er links das irgendwie mit dem Schild bewaffnet. Also stark anzunehmen heißt nicht 100%, aber rechtzeitig mit höherer Wahrscheinlichkeit getroffen. Ne? Den hätte ich trotzdem mit 3000 noch gewonnen, hier vorne. Und jetzt habe ich nichts rausbekommen und er hat meine Armee vernichtet. Und jetzt werde ich natürlich wegen dem Schild und der Artillerie und so weiter, und weil das bei mir nicht geklappt hat, bei ihm geklappt hat, verliere ich jetzt alles. Und ich fange direkt damit an, den Level 3 Marksman zu verlieren. Er hat die genau richtig gestellten rauszuholen, hat sofort ein Level abbekommen für die Artillerie. Was jetzt für die Artillerie, glaube ich, erstmal nicht so wichtig ist, weil die so alles one-shottet. Ne? Aber trotzdem, das zeigt nur, wie viel Erfahrung man für Level 3 kriegt. Also, ich hätte den Level 3 viel wichtiger beschützen müssen. Zwar ich auf die Fähigkeit verschichten und ein Schild holen. Können wir morgen auch über diskutieren, über solche Moves. Aber ich habe den Level 3 Markman halt lange nicht mehr gespielt. Ne? Aber ich denke, wenn man den holt, dann muss man den auch entsprechend supporten, sonst tut man dem Gegner zu viel Erfahrung geben. Das ist ein Problem. So, wo wir gerade bei Problemen sind, das nächste Problem ist jetzt natürlich, dass wir zwar noch eine faire Front einigermaßen haben, dass der Gegner aber jetzt mit der XP langsam abgezogen ist. Langsam, also ist nicht so viel gewesen. Aber er hat links oben halt so ein Modul, wo er gut XP hat, ne? Und er hat halt jetzt den Artillerie-Vorteil und ein Schild. Wenn ich jetzt mit der Artillerie nachholen müsste, ne? Das ist jetzt nicht ganz so ein Traum. Jetzt macht er ja Bombardment. Also jetzt bräuchte ich, eigentlich bräuchte ich jetzt Schilde hier. Wenn ich jetzt keine Schilde setze, dann habe ich wieder ein Problem. Aber ihr wisst natürlich nicht, ob Bombardment auch genutzt wird. Ja, habt es aber gesetzt. Habe ich auch gut geraten diesmal. Beidseitig, damit der auch nicht stört. Und jetzt bräuchte ich eigentlich Artillerie. Und das ist jetzt ein bisschen das Problem. Ich habe jetzt eine Artillerie und er hat zwei Artilleries. Und ihr seht da schon so ein bisschen vielleicht, ich habe noch eine zweite. Aber auf jeden Fall werden das jetzt Duelle hier vorne, ne? Die Blase gegen die und die Blase gegen die. Das heißt, beide schicken halt ihre kleinen Truppen los, während die Artillerie versucht, die Schilde und dann die Backline wegzupusten. Das ist so ein bisschen die Idee. Und da kommen jetzt auch die Modelltanks. Die Idee hinter dem ist wahrscheinlich, ihn hier vorne hinzustellen. Ich erinnere mich mir hundertprozentig. Also irgendwo in dem Bereich wird er wahrscheinlich jetzt aufgestellt, damit die Artillerie da oben wissentlich steht und ich da erwarte, die Salve in die Mitte feuert und nicht auf die Schilde und dann hier in die Backline. Und das wird jetzt auch aufgehen wahrscheinlich. Möglicherweise geht meine Artillerie zur Hälfte raus und verliert dann ein paar Geschütze. Aber man sieht schon, der Crawler hat jetzt hier mehrere Salven reingeholt, wenn meine Artillerie nonstop das Schild behämmert, in der Hoffnung, dass das eben auch kaputt geht und meins dann entsprechend gleich noch was wirkt. Leider habe ich mein Schild falsch hingestellt, weil ich ein dreckiger Noob bin. Ich weiß nicht, der ist ja eben schon mal da gestorben. Ne? Das Schild hätte da stehen müssen, wo der tot ist. Das war ein massiver Mikrofehler. Ja, und jetzt bin ich hier wieder gestorben. Und jetzt hat er halt schon zu viele Levelvorteile. Also, man kann jetzt eigentlich schon absehen, dass er wahrscheinlich nächste Runde, wenn wir diese Duelle weitermachen, ne? Jeder schießt aus seiner Blase raus und schickt nur ein paar Truppen immer vor. Das ist ja so fast schon gespiegelt hier vorne, dass der Gegner besser abschneiden wird, weil er einfach Levelvorteile hat. Da kann man jetzt fast schon von ausgehen. Das heißt, man kann jetzt weiter auf dieser Strategie beharren oder man kann jetzt versuchen, eine andere zu fahren und das zu durchbrechen, das Ganze. Und das ist jetzt auch, was ich machen möchte. Jetzt haben wir hier natürlich Stormcaller mit mehr Reichweite. Das heißt, er kann aus seiner Blase meine Blase sofort erreichen. Ja? Hat auch direkt genommen, ohne zu zögern. Dafür geht das Schild dann langsamer down. Und ich habe gesagt, ich hätte das normal auch so gepickt in seiner Stelle. Ne? Der kann jetzt von da hinten fast hier vorne direkt alles kaputt machen. Obwohl er immer noch das Problem lösen muss, weil mehrere Salven ins Nirvana gehen. Danach stehen die Truppen da vorne und dann bringt ihm die Reichweite nichts. Ich habe mir jetzt gesagt, ich habe eh Overlord-Wochen und ich will das durchbrechen, diese Duelle. Weil seine keinen Kurs, meine Kurs besiegen, ja? So, und von da habe ich gesagt, ich mache jetzt den Overlord mit dem Item, in der Hoffnung, dass ich halt genug Kills früh mache, dass da kleine Crawler rumlaufen und alles ablenkt. Das war zumindest die Hoffnung. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Ich habe ja wieder ein paar Mal umgebaut. Im Moment ist der ausgerichtet auf als Schlachtschiff, ne? Also man kann ja Support ein bisschen spielen, meinetwegen Adler von hinten, nur Spawns machen und vor allem dieses Coating. Ich habe den jetzt hauptsächlich auf die Support-Artillerie genommen. Obwohl ich glaube, dass die Support-Artillerie mit dem Jump Drive besser ist zusammen. Aber ich habe jetzt den Support-Artillerie hauptsächlich. Das ist so mein Augenmerk. Hier vorne, das macht er, um meine Artillerie zu dodgen. Ne? Den schießt dann immer daneben. Oder ein Großteil, ein paar kriegen die, glaube ich, von denen.
wenn ich euch seine Schilde weghau. Genau wie ich das hier vorne eigentlich im Grunde genommen auch gemacht habe. Nur habe ich das eben mit einem Trupp so gemacht, dass ich zwei Arten rekonter, wenn er das nur mit einem kontert hier vorne. Hätte ich auch in den Crawler laufen können, das wollte er nur nicht. So, ist jetzt hier leider den zu weit vorne gestellt, weil ich ein dummer Noob bin. Und weil der halt schon einen gelevelten Marksman hat, wurde der einfach sofort abgeknallt. Und ja, weil er halt sofort abgeknallt wurde, ist der Marksman jetzt auch ein Level 3. Das bedeutet, dass er nächste Runde noch besser abknallt. Da merkt man meine Unerfahrenheit mit dem Ding. Ich hätte es wahrscheinlich da hinten hinstellen müssen, ne? Und jetzt hat die Adri das halt ausgeschaltet. Also ihr seht schon, das Problem löst sich eigentlich von selber, wenn ich nicht da vorne anfange. Es gab keinen Grund, da zu stehen. Das war einfach, dass ich greedy war. Ich wollte mit dem Parasitic Ammo, wollte ich ja Crawler generieren, damit die Adri nicht auf meine Adri da vorne schießt. Aber ich glaube, der Overlord war viel wertvoller gewesen. Der hätte einfach, ne, viel defensiver stehen müssen. Der stand ja auch nicht hardcore-aggressiv da vorne, muss man sagen. Ne? Da stehen ja auch noch andere Leute. Aber er ist die erste einer, die nach vorne geht. Also eigentlich ist es zu 100% klar, dass der auf mich schießen würde. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Vielleicht habe ich gedacht, dass ich den tanken kann oder so, aber das ist helle Wahnsinn, der war ja schon Level 2, ne? Aber wo wir bei heller Wahnsinn sind, hat die Adlerie geupgradet auf 270 Meter. Das Problem bei dieser Adlerie auf 270 Meter, ne, die Karte und das Upgrade ist, dass da immer noch ein Crawler rumläuft, wo die ersten zwei Salben ins Nirvana gehen, ne? Also er kriegt aus seinem Upgrade faktisch nichts raus. Und da hilft es auch nicht, dass er den weiteren Level gibt. Also das Doppel-Upgrade auf die Adlerie hätte er, glaube ich, sich tanken können, weil der Trupp für ihn ein Problem ist. Und weil ich kein dummer Noob bin, zumindest hier nicht, habe ich den hier vorne nicht hingestellt, sondern wirklich hier hingestellt, ne? Weil ich wusste, dass er Range-Upgrade hatte. Also von daher ist dieser Crawler für ihn ein riesen super Hardcore-Drama. Will er den ausschalten, den Mustang? So, jetzt habe ich die beiden Schlachtschiffe vorne hingestellt. Und zwar links-rechts verteilt. Ich hatte die Idee gehabt, dass sie den super schnell ausschalten, damit der länger die Artillerie ablenkt, ne? Weil die sind nur da, damit der super schnell ausgeschaltet wird, damit die eine Salve weniger ins Nirvana feuern. Und wenn ich den jetzt ausschalte, dann laufen die so weit da rein, dass der vielleicht sogar 4, 5 Salven wegfeuert. Also das ist immer noch der Kampf um die Artillerie an dieser Stelle, hier in diesem Dreieck. Hat sie jetzt auch einen Melting Point geholt. Finde ich persönlich jetzt einen gigantischen Fehler, weil der Marksman hat ja eben alleine den abgeknallt, hat sich nicht an der Lage geändert. Der hat sogar aufgelevelt und hat es jetzt noch einfacher. Ich bin mir nicht sicher, warum er jetzt wirklich den Melting Point geholt hat. Und ihr seht schon hier, der wird jetzt den da einfach wegsnipen. Also für mich ist das gerade ein Riesenproblem von der Aufstellung. Der steht da auch viel zu aggressiv. Auf der anderen Seite werde ich vielleicht die Crawler, ne? Die Artillerie schießt die ganze Zeit ins Nichts. Ja? Und das sind ja zwei sehr gute Geschütze, Level 3 und Level 2 und Doppel-Upgrade. Ne? So, der Marksman, der schießt sich jetzt da durch. Er hat den nicht aufgelevelt, den Marksman. Das war, glaube ich, der nächste Fehler. Ich denke, der hat sich wahrscheinlich gesagt, dass das alles hier unten der macht. Aber er hätte lieber den Marksman Level 3 gegeben. Ne? Das hätte er, glaube ich, mehr rausgeholt. Trotzdem, das Placement von meinem Rechten und vor allem das Placement von dem, das war beides selbstmörderisch. Also ich muss da noch eine Menge lernen, eine ganze Menge lernen. So, der hat jetzt auch aufgelevelt. Also das läuft gerade richtig beschissen, die Geschichte. Wie gesagt, ich benutze die Einheiten, ne, von meiner Mentalität her, so als Einwegeinheiten rein. Und wenn der stirbt, habe ich trotzdem meinen Job gemacht. Ich wäre ein super General in der russischen Armee gewesen, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg. Aber ja, so läuft das bei mir ein bisschen, Range. So, von daher, die stehen da echt nicht so gut, die Freunde. Ich habe jetzt, glaube ich, überlegt, was sich jetzt am Messen lohnt. Also zum Beispiel mit diesem Schuss kann ich jetzt das Ding relativ schnell ausschalten, wenn ich die kleinen Dinger vorher wegräume. Damit kann ich mir eine kleine Tankreihe vorne hinbauen, weil er hat ja eigentlich gar keine Flugabwehr da stehen. Das ist ja kein einziger Mustang. Ne? Also von daher könnte jetzt das Mothership eine gute Option sein. Auf der anderen Seite konnte man auch erwarten, dass der einfach nochmal Melting Point baut. Und dann ist das Mothership, das hält nur sehr kurz. Ne? Ihr müsst ja dann trotzdem den Tank vorher wegräumen. Also sieht wirklich nicht gut aus. Habe auch schon 2000 Leben runter. Level nichts mehr auf, das bringt ja nichts. Ich muss jetzt nur noch die Schlachtschiffe verbessern, dachte ich mir. Wichtig ist halt, dass der funktioniert. Schön wäre auch, wenn der aufhört, hin und her zu laufen. Aber das gleiche wie mit dem, ne? Das sind einfach Crawler, die nervig sind. Von beiden Seiten ein bisschen problematisch. Ich versuche diese Runde dem im Satellit abzuknallen. Da wird das Schild diesmal weiter vorne hingestellt. Das stand eben weiter hinten. Ja, könnt ihr mal überlegen, was ihr jetzt ausgeben würdet, ne? Welches Upgrade. Klar, ihr seht jetzt, was der Gegner gemacht hat, und das ist jetzt einfacher zu beurteilen. Jetzt würde ich sagen, wäre es klar, diese Sache eher. Wespen sind wahrscheinlich auch nicht ganz falsch, aber das wäre, glaube ich, besser, weil die müssen, der und der, die müssen beide super schnell sterben, damit der super schnell stirbt. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht, dass die da stehen, ne? Hier drüben eine ähnliche Geschichte, der muss schnell sterben, damit man schnell da drauf ballert, und der Range-Vorteil ist auch problematisch.
So, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe hier oben eine Crawler hingestellt, damit für den Rest des Spieles die beiden hier beschäftigt sind. Das gibt hier der Front genug Zeit zu arbeiten. Hier vorne habe ich einen zweiten Crawler hingeholt, ne? Leider wusste ich von diesem Zeitpunkt nichts von dem Vulken, was auch der Grund ist, dass wahrscheinlich ein Vulken da steht, ne? Also das war jetzt alles ein bisschen problematisch, aber ich habe jetzt hier hinten einen Marksman. Hoffentlich kann der schießen. Und bei den Upgraden habe ich noch keins vergeben. So, der lenkt die aber extrem lange ab, deswegen die extrem viel Zeit haben, die ganze Front wegzuräumen plus Schilde. Jetzt holt er den trotzdem runter. Platz. Aber ich habe Parasitic-Ammo, ne? Also wenn da jetzt die Schüsse reingehen, kommen da kleine Crawler raus. Töte doch mal einen. Jetzt ein Crawler wäre gut zum Tanken. Marksman hilft ein bisschen. Jetzt kommt von links der Schuss. Ja, tot. Und jetzt kommen hier wahrscheinlich 1000 kleine Crawler raus da unten. Da sind sie, ne? Weil Melting Points dafür mit der Ammo, dann ist der ein bisschen beschäftigt, der Sniper. Und hätte das jetzt böse enden können. Endet trotzdem böse. Oder? Mal gucken. Also meine Schlachtschiffe sind wieder alle abgeknallt worden. Ich denke, generell gilt das für alle Giants. Stellt die niemals an die Front. Sowohl ich als auch der Gegner haben die in eine Front gestellt. Ein Teil, ne? Das ist, glaube ich, immer Käse. Die sind zu teuer und zu einfach zu kontern an der Front. Ihr müsst denen, glaube ich, Platz zum Atmen geben und der andere Einheit hinstellen können. Ich habe allerdings schon die Overlord so hingestellt, dass ein Crawler davor passt, die neuen, wenn ihr richtig hingeguckt habt. Null Leben überlebt. Also hier vorne ist, glaube ich, genug Platz gewesen. Oder da rechts der zumindest. Ja, aber sie machen schon ihre Arbeit. Sie leveln schon ein bisschen auf. Ja? Ich habe schon zwei, die jetzt Level haben. Und jetzt immer noch die Frage, welches Upgrade vergeben? Also wie die Lage jetzt ist, würde ich sagen, also wenn es geht, beide Upgrades vergeben. Also Range überhaupt nicht, bin ja schon Reichweite. Also es kostet 500 Punkte, diese vergeben. Ja, ich habe 1450. Also ich glaube, jetzt beide vergeben wäre nicht verkehrt. Schneller feuern geht zur Not auch, aber das hier, genau, das hätte ich auch beide vergeben. Ne, die einen tun einfach ein bisschen Modell tanken, weil die ja gar kein, das ist ja nichts, was sie abschießen können, so also Luft. Die brauchen ja Ewigkeiten dafür, genau wie die Marksmen, die nur ne, zwei Stück da sind. Also es gibt eine riesen Ablenkung. Und dann habe ich genug Kanone, um einfach alles wegzubolzen, ja. Wo man dem jetzt Schaden gegeben hat und Reichweite abgegeben hat, das kann ich euch nicht erklären. Also ihr wollt noch früher die Dinger da unten ausschalten, ich dazu spamme immer. Ne? Ich habe jetzt noch einen dritten dabei. Das sind drei, die nur die Artillerie und die Melting Points beschäftigen wollen. Da oben hat er auch einen extra für da oben hingestellt, damit er schneller fertig wird. Halte ich für völlig übertrieben. Absolut übertrieben da oben. Wer hat wahrscheinlich gedacht, dass ich da mehrere hinspawne wahrscheinlich. Ja, und jetzt kommen natürlich die Modelltanke hier überall, ne? Und ich kann jetzt mit der dicken Kanone von den Schlachtschiffen einfach überall reinballern. Da schießt er alle paar Sekunden. Und bei dem ist es noch schlimmer, weil dann Crawler kommen und die immer wieder beschäftigt sind damit. Also meiner Meinung nach hätte er diese Runde Mustangs kaufen müssen, weil er wusste, dass hier, ist er dann leider tot, immer wieder Crawler rauskommen. Er wusste, dass da Crawler überall waren. Er wusste, dass überall Wespen wahrscheinlich spawnen können. Und da wäre halt einfach Mustang die Hardcounter gegen gewesen, ne? Also und da, glaube ich, hat er gerade einen riesen Fehler gemacht, dass er gesagt hat, er baut nochmal einen Vulcan und gibt ihm sogar ein Range-Upgrade. Und jetzt gibt es richtig einen auf die Nase. Jetzt hat er halt vier gelevelte Schlachtschiffe, ne, sind sogar schon fünf in Summe, ne? Fünf Schlachtschiffe mit Upgrades, das sind immer nur Schlachtschiffe, die muss er jetzt irgendwie runterholen. Also ich denke, Vulken wäre eine Antwort, eine andere wäre ein nuklearer Schlag, weil die in der Luft die auch runterholen, die machen 70k Schaden, hätte aber nur 35.000 Leben. Aber mit dem nuklearen Angriff könnte er eventuell hier in der Mitte arbeiten, um drei von den fünf zu holen. Kann man ja nicht schilden, ist aber sehr nah an der Front. Also das ist der einzige, kommen noch zwei, das ist der einzige Vorteil, den ich die Frontaufstellung jetzt hat. Ne? Man will ja keine Atombombe an die Front stellen und man will sie auch nicht knapp unten hinstellen, weil ich weiß, wie schnell die rausfliegen. Jetzt holt er die Mustangs. Ich habe aber zwei von denen geholt. Ich habe jetzt sieben Overlords, sieben Overlords, sieben, ja. Und die spawnen halt alle Wespen und die haben vor allem alle die dicke Kanone und er steht relativ nah an der Front. Ich bin ja schon beim Start, schieße ich schon in den Gegner rein mit allen Geschützen, ne? Das ist schon durchaus nicht zu verachten, sieben Stück. Also sieben Overlords. Die starten noch, die beiden. Das ist sehr, sehr schwer, sieben Overlords zu kontern, wenn man nicht die Flugabwehr hat. Wie gesagt, diese Runde gekauft, auch mit Upgrade, aber es sind halt zwei Mustangs mit Upgrade. Er bräuchte halt wahrscheinlich so vier, fünf, sechs oder so davon, ne? Jetzt hat er da rechts auch kein Schild gekauft mehr, weil er wohl bankrott war. Ich hoffe, du bekommst noch ein Schild. Wird das hier extrem wehtun. Löscht jetzt hier meine beiden Marksmen Level 1 aus. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht mehr spielrelevant. Jetzt kauft er Schilde. Na, hoffentlich hast du noch Geld für ein Schild. Er hatte kein Geld für ein Schild. Oh, jetzt wird das da auch noch wehtun. Hat ihn überlebt hier. Aber trotzdem, ein bisschen wehgetan wahrscheinlich. Also meine Schlachtschiffe, die fallen auch vom Himmel, ja, als ob es regnen würde. Das ändert nichts daran, dass ich auch zurückschieße mit den Dingern. Ne? Hier mal die Kanone. Guckt euch mal den Cooldown davon der an.
Leider hat er den jetzt mit dem runtergeholt. Also Center war sehr, sehr schwach von mir anscheinend. Da waren halt auch die Mustangs. Und jetzt hier vorne, ne, die Kanone, wenn sie in Reichweite wäre, das ist das Problem. Ihr müsstet jetzt eigentlich das anmachen, um die Reichweite zu reduzieren, damit die Kanone öfter funktioniert. Ne? Das ist etwas, was ich noch ausprobieren muss. Also 120 Meter Reichweite hat die. Wenn ich das jetzt hier machen würde, minus 20, dann wäre ich bei 117. Dann würde ich die Kanone immer benutzen. Ja? Also das zusammen ist, glaube ich, super stark. Und das braucht ja dann nicht auch ausgehen, die normale Reichweite. Es reicht, wenn ihr in der Front aufstellt. Aber das sind halt Lerneffekte, ne? Da muss ich noch dran arbeiten. Aber das war auf jeden Fall jetzt nur Schlachtschiff-Spam. Das hat mich dann wieder zurückgebracht ins Spiel. Das heißt, der Overlord, und das wäre ein richtig guter Spieler, kann tatsächlich seinen Zweck erfüllen. Das hätte ich auch nicht erwartet. Und wie gesagt, ich hätte das Upgrade noch vergeben müssen. Das ergänzt sich, glaube ich, super. Vielleicht sogar statt der Vespe, da bin ich nicht ganz sicher. Aber die haben ja sehr häufig nicht geschossen, die Kanone. Also sehr, sehr häufig nicht, ne? Also damit hätte ich dann doppelt so schnell einfach die Kleinen noch weggeräumt und die Kanone hätte auch sich beteiligt an den Kämpfen. Also wahrscheinlich statt der Wespe, das Ding wäre wahrscheinlich besser gewesen. So eine Sache, die wir hoffentlich morgen auch diskutieren können. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall die beiden Upgrades zusammenspielen, überlege ich mir. Und das erstmal weglassen hier vorne. Ja, das ist auf jeden Fall die Geschichte mit den Overlords. Ich dachte, es war mal interessant, Overlord-Spam zu sehen. So sieht das dann aus. wollte das einfach mal gezeigt haben und hoffe, dass wir uns dann morgen im Discord sehen oder im Livestream bei Twitch. In dem Sinne, ciao, ciao.